Und zurück bei Superport. Ich habe mal kurz die Aufnahme angeguckt, die ich vorhin gemacht habe, und ich sehe, beziehungsweise ich höre, dass am Anfang der Sound im Menü ganz okay ist, danach wieder sehr laut wird, so wie ich es auch bei der ersten Aufnahme hatte. Das ist komisch, weil das von selber auf einmal lauter wird. Ich weiß nicht, warum es so ist. Das Schöne ist, man hört den In-Game-Sound trotzdem so schön, wie ich noch hören wollte, und das ist ja das Wichtige, weil wir sind ja hauptsächlich am Minigolf spielen. Machen wir mit den hauptsächlichen Sachen weiter. Waterpark, jetzt kommt Classic. Wir sind bei Classic dran. Classic, es geht los. Ja, wenn es losgeht. Düt. Ganz genau. Das ist Classic. Sehen auch sehr klassisch aus, ne? Ja, ist jetzt nicht so... Ist nicht so ganz mein Fall, dieses Classic hier. Ich weiß noch nie, was dieses komische Elektrik-Gedöns im Hintergrund zu bedeuten hat. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich kann zu den Bahnen relativ wenig sagen. Ich habe sie schon zwei, drei Mal gespielt, aber sie gefallen mir einfach nicht so, weil die so wenig schöne Atmosphäre hineinbringen, finde ich, in das Spiel. Das wirkt, hier wirkt das so, dieses Minigolf-Spielen so steril. Findet ihr nicht? Ich finde schon. Sehr steril, so das Ganze gerade. Boah, da ja, viele Schläge verbraucht hier. Meine Güte. Ich muss irgendwie mal das Mikrofon hier, das ist ja... So, okay. Weiter geht's mit Bahn 5. 5 schon? Sind wir schon so weit? Kann ich ja kaum glauben hier. Na, der sollte es doch anders abprallen. Soll es doch so machen. So, so. Warum funktioniert das auf einmal alles nicht mehr? Nee, es hat wirklich funktioniert. Glaub mir, ich bin hier keiner, der das Spiel in Wirklichkeit gar nicht beherrscht und dann sagt, ja, ich kann das alles. Konnte das alles. Es will heute echt nicht. Letzter Schlag. Geh rein, mein Freundchen. Wollte gerade sagen, sonst hätte ich mit dir geschimpft. 4. Wollte gerade sagen, wir sind noch nicht schon bei 5 gewesen. War doch erst wirklich die dritte Bahn. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil bei den klassischen Bahnen rollt der Ball weiter, als er soll. Naja, sagen wir so, da ist die Schlagkraft anders, die man anwenden muss, als bei den anderen Bahnen. Komm, komm, komm. Wenn man das direkt nach einem Schlag schafft, kriegt man natürlich auch noch einen kleinen Applaus. Das ist sehr nett, finde ich. Ja. Entschuldigung, wenn es manchmal so ruckelt. Ich bin da mit meinem Mikrofon am Richten, weil das nicht mehr so. Es macht, wie ich es will. So. So. Eine Bahn, die ich auch überhaupt nicht mag. Die ist mir zu. Es kommt schon, komm schon, komm schon. Ah! Ah! Ja, das ist es dann, was ich nicht mag. Naja, so viel zum Thema. Das Spiel ist eine etwas... Geht in die Richtung Entspannung. Ah, geht doch. War doch gar nicht so schlecht. Ja. Aber Fun macht's alle Male. Ja, komm schon. Ja, war doch schon mal gar nicht so schlecht. Man sieht halt, dass die Kugel runterrollt. Es ist noch alles... Naja, ich denke mal, das liegt an der Zeit, wo das Spiel entwickelt worden ist. Dass das Ganze noch nicht sehr ausgereift war. Ja, geht doch. Bahn 8. Ganz tolle Bahn, schaut hin. Yeah. Da hieß es bei mir einfach nur in die Mitte durch. Das geht nämlich tatsächlich. Man kann es schaffen. Ich habe es schon mal geschafft. Ich glaube, das war mehr so ein Fehler vom Spiel und gar nicht gewollt, dass man durch die Mitte durch kann.
Das ist einfach auch wieder nur so eine Sache des Glücks. Das kann man auch schlecht abpassen, finde ich. Hm? Oh! Sowas ist ja dann gemein, ne? Na, endlich. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Ja, ich weiß halt schon ein bisschen, wie diese Bahnen funktionieren. Ich meine, es ist auch gar nicht so schwer, ne? Okay, das war dumm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, ja, ich weiß, es war dumm. Es war wirklich dumm. So sollte das schon eher aussehen. Ja. Und jetzt kommt wieder unsere Scorecard. Juhu. Tetterettete, yalla yalla. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es heißt Traditional und Let's Play Super. Bis dahin.